Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich zum Computerwelt Roundtable IT-Fachkräftemangel und IT-Recruiting begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Franz, ich bin von der Redaktion Computerwelt. Ich bin auch Chefredakteur des Magazins Transformer. Wenn ich den Begriff IT-Fachkräftemangel höre, dann muss ich immer an den Film Täglich grüßt das Murmeltier denken. Das Thema begleitet uns seit langer Zeit und es gibt Anzeichen, dass das Thema auch noch länger uns beschäftigen wird. Wie man dieses Thema und das Problem entschärfen kann, abfedern kann, das ist der Grund, warum wir uns heute getroffen haben und was wir heute diskutieren werden. Zu Beginn ein paar Zahlen. Man geht derzeit aus, dass in Österreich 24.000 IT-Fachkräfte fehlen. In Wien allein sind es 6.000. Was in den Bundesländern passiert, da werden wir später etwas hören. Steiermark, Tirol zum Beispiel, haben wir hier Interessensvertreter, auch Oberösterreich. Diese Zahl 24.000 ist insofern interessant, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Dort sind es 80.000. Wenn man jetzt den Faktor 10 hernimmt, den man normalerweise nimmt, wenn man den österreichischen Markt mit dem deutschen vergleicht, dann dürften wir eigentlich nicht mehr als 8.000 fehlende Fachkräfte haben. Wir haben aber das Dreifache. Die Auswirkungen dieses Mangels sind teilweise traumatisch. Auch eine Zahl. Es gibt eine Studie, die belegt, dass durch den Fachkräftemangel einen Verlust von 3,8 Milliarden Euro pro Jahr bringt. Das heißt, wenn wir 24.000 Fachkräfte hätten, die jetzt fehlen, wenn die in unseren Unternehmen arbeiten würden, würden wir jedes Jahr 3,8 Milliarden Euro mehr generieren. Also das ist eine erschreckende Zahl. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, würde ich gerne eine kurze Vorstellungsrunde machen. Ich darf mit Herrn Michael Svoboda beginnen. Sie sind Gründer und Geschäftsführer der ETC, also Enterprise Training Center. Wenn Sie vielleicht ganz kurz das Unternehmen präsentieren und vielleicht auch kurz beschreiben, welche Rolle der IT-Fachkräftemangel dann aus Ihrer Sicht spielt, im Berufsalltag zum Beispiel. Sehr gerne. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Gastgeber zu sein dieser Runde für dieses hochspannende Thema. Es ist ja kein Thema, das wir zum ersten Mal haben. Es ist ein Thema, das immer wieder aufkommt und das uns in Wirklichkeit seit über 20 Jahren regelmäßig begleitet. Und bis heute kämpfen wir damit, dass wir sehr hohe Zahlen haben an Fachkräftemangel. Das Thema ist sicherlich eines, wo wir alle zusammenhelfen müssen. Ich glaube, dass die Interessensvertretungen, die Politik, die Wirtschaft gemeinsam hier Wege finden muss, um die Kombination Bedarf am Arbeitsmarkt, aber auch was ist denn so an Arbeitskräftepotenzial da zu heben. Und wir alle hier in der Runde, glaube ich, heute eine sehr spannende Diskussion haben werden, wie wir Lösungen finden, wie ein Unternehmen, auch wie die ETC als größter privatwirtschaftlicher IT-Bildungsanbieter hier einen Beitrag leisten kann. Und ich denke, dass wir da in den letzten Jahren sehr spannende Lösungen von Seiten der ETC haben, aber auch sehr spannende Inputs haben werden von den anwesenden Herren und freue mich schon auf eine sehr konstruktive Diskussion. Vielen Dank, Herr Michael Svoboda. Auch vielen Dank, dass wir hier sein können, dass Sie Sehr die gerne. Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank. Als nächsten Gast möchte ich Herrn Manfred Luger, er ist Leiter Human Capital Management Business Upper Austria. Vielleicht ganz kurz das Unternehmen vorstellen und welche Bedeutung hat IT-Fachkräftemangel aus Ihrer Sicht? Sehr gerne. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, Manfred Luger, Business Upper Austria, die oberösterreichische Wirtschafts- und Standortagentur. Unsere Abteilung kümmert sich um das Thema Fachkräfte. Da haben wir unzählige Aufgaben. Eine ganz wichtige zentrale Aufgabe ist, wenn sich Unternehmen in Oberösterreich ansiedeln möchten, die werden von uns begleitet. Also da geht es sehr stark um Flächen und dann aber auch immer sofort um Fachkräfte. Beim Fachkräftethema sind wir die Ansprechpartner. Und wir machen auch sehr, sehr viele strategische Arbeitsmarktprogramme gemeinsam mit Sozialpartnereinrichtungen oder auch alleine. Aber, und das ist heute, glaube ich, der wichtigste Punkt, wir sind derzeit seit 2019
sehr stark im Recruiting von qualifizierten Zuwanderern, ganz besonders im MINT und da noch ganz besonderer Fokus im IT-Bereich, bis zu 10 Ländern. Wir haben Abarbeiten. Wir haben derzeit 3 Jobcluster definiert, SAP, Softwareentwicklung und Cybersecurity. Da hatten wir alleine 1250 offene Stellen im November letzten Jahres in diesen 3 Bereichen. Und ich habe, glaube ich, heute noch Gelegenheit, da auch noch näher diese Programme sehr gerne auszuführen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Virtuell zugeschalten, das ist in Zeiten der Corona nichts Ungewöhnliches. Es funktioniert, die Technik funktioniert. Darf ich ganz herzlich Herrn Dominik Neumann, Obmann UBIS Steiermark, begrüßen. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Ein kurzes Eingangsstatement würde uns sehr freuen. Ja, vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Fachkräftemangel ist schon längst in der Realwirtschaft angekommen. Wir haben diskutiert, ist er wirklich da, ist er nicht da, doch. Der Fachkräftemangel in der IT ist definitiv da. Wir haben vorher die Zahl gehört, etwa 8.000 in Wien. Im Großraum Graz ca. 1.000 Entwickler, die ich morgen mit einem Job versorgen könnte, wenn wir sie denn hätten. Ja. Die Studie ist nicht einmal ganz aktuell, die habe ich vor 2 Jahren in Auftrag gegeben. Also wahrscheinlich werden es mittlerweile ein paar mehr schon sein, die wir hier in der Steiermark dringend benötigen würden. Ja, wie gesagt, Fachkräftemangel ist real. Wir als Wirtschaftskammer, spezielles Fachgruppe UBIT, als Interessensvertreter für die Unternehmensberater, Buchhalter und Informationstechnologen, wir sind bemüht, da dagegen zu wirken, aber natürlich ist das nicht was die Wirtschaftskammer, was wir als Fachgruppe alleine heben können. Da ist ein Schulterschluss einiger großen Player notwendig. Und weil es halt schon angesprochen wurde, und weil es jetzt gerade so aktuell ist und weil wir gestern damit auch in der ZIP 13 erwähnt waren, ja, ich meine, die Menschen, die jetzt da gerade zu uns kommen, ja, da ist enormes Potenzial da und denen sollten wir wirklich so möglichst wenig Steine in den Weg gehen und sie möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. Da sind jetzt ja die Spezialisten da, keine Frage. Herr Neumann, vielen Dank für Ihr Statement. Als nächsten Gast möchte ich Herrn Christoph Windhäuser vorstellen. Sie sind Director Business Value Consulting EMEA bei OutSystems, Spezialist für No-Code, Low-Code. Das ist ein Thema, das gerade angesichts des Fachkräftemangels, glaube ich, eine sehr, sehr große Bedeutung spielt und eine zunehmend größere Bedeutung. Können Sie ganz kurz vielleicht das Unternehmen vorstellen und Ihren Aufgabenbereich? Ja, sehr gerne. Also auch ich freue mich, hier heute dabei zu sein. Ich selber bin aus Deutschland gestern Abend in das schöne Wien angereist. Und wie Sie schon sagen, in Deutschland ist die Situation sicherlich nicht viel einfacher. Wir haben die gleichen Probleme. Auch wie Herr Neumann sagt, das Problem ist real. Wir spüren das jeden Tag. Aber eben unsere Firma OutSystems kann vielleicht auch was zur Lösung beitragen. Da werden wir wahrscheinlich später noch mehr drüber reden. OutSystems ist einer der Marktführer im Bereich Low-Code-Plattformen. Low-Code soll Entwicklern helfen, sehr viel effizienter und schneller zu sein und insgesamt das Entwickeln von Apps sehr, sehr viel einfacher zu machen. Durch vorkonfigurierte Bausteine, durch grafische Programmierung, durch Plattformen in der Cloud, Plattformen für mobile Apps. Und wir können da Faktoren von 3 bis 10 in der Effizienzsteigerung für Entwickler erreichen. Das heißt, wir erleben auch den Fachkräftemangel logischerweise bei unseren eigenen Einstellungen, genauso wie Sie und genauso wie auch unsere Kunden. Aber eben, wir können durch unsere Plattform eben auch dazu beitragen, dass zumindest die Entwickler, die wir haben, sehr viel effizienter eben Apps bauen können und damit zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten können, diesen Mangel auch entsprechend entgegenzuwirken. Herr Windhäuser, vielen Dank für Ihr Statement. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, von Deutschland herzukommen. Herr Lukas Bernardi, Sie sind IT-Unternehmer und vertreten UBIT Tirol. Können Sie ganz kurz skizzieren, wo die Schwerpunkte liegen UBIT Tirols und auch Ihre Aufgaben? Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wie Sie schon gesagt haben, bin ich IT-Unternehmer und vertrete hier in dieser Runde die UBIT Tirol. Also was jetzt die Ausgangssituation und die Schwierigkeiten für die einzelnen Unternehmen bedeutet, kann ich mit meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Ich persönlich komme eher aus der Schiene die Umsetzung der Lösungen. Also wir sehen innerhalb der UBIT, innerhalb der Unternehmen von Tirol, eben dass sehr viele Fachkräfte fehlen und es gibt sehr viele Maßnahmen, die
gegensteuern sollen, wie zum Beispiel die Sommerakademie, die IT-Professionals, die Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg. Also diese Ansätze sind eher mein Zugang, weil ich da nämlich aktiv sehr darin beteiligt bin. Mhm. Herr Benane, vielen Dank für Ihr Statement. Genau diese Themen werden wir nachher diskutieren, was man in der Ausbildung machen kann, weil zweiter Bildungsweg und so weiter, das sind alles Dinge, auch welche Rolle dann No-Code oder Low-Code spielt. Last but not least, ich darf Herrn Andreas Falkensteiner, Managing Director von ACB, do it. Sie haben auch gesagt, do IT, beides geht. Mhm. Sozusagen Doppelbedeutung des Unternehmens. Welche Rolle spielt Ihr Unternehmen und Sie gerade in Ihren Aufgabenbereichen? Fachkräftemangel, Abfederung, Entschärfung dieses Problems. Also guten Morgen auch von meiner Seite und danke auch für die Einladung. Ich freue mich schon auf die konstruktiven Gespräche. Ich bin ja heute stellvertretend mit meiner Gesellschaft für die ACB-Gruppe in Österreich auch hier. Und das Thema Fachkräftemangel ist ja für den führenden IT-Dienstleister in Österreich ja ein sehr großes Thema. Also wir haben ja sehr viele offene technische Positionen natürlich auch da. Zu diesem Zweck ist ja vor rund einem Jahr auch unsere Gesellschaft gegründet worden, weil wir dementsprechend schon gemerkt haben, okay, dass das Thema sehr gut zentralisiert werden kann, ja, und dieses klassische Post and Pray, also so wie wir früher am Ende des Tages Stellen geschalten haben und darauf warten, bis sich irgendjemand bewirbt, also das gibt es ja aber an bestimmten Karrierelevel nicht mehr. Wie gesagt, das ist auch meine Expertise, das, was ich die letzten 12 Jahre auch gemacht habe und dementsprechend mit auf die ACB-Plattform dazu beitragen kann. Ja. Herr Falkensteiner, vielen Dank, schön, dass Sie alle Zeit gefunden haben, herzukommen. Vielen Dank auch für die Präsentation und für die Möglichkeit, hier uns zu treffen. Bevor wir jetzt über die Gegenmaßnahmen diskutieren, wie gesagt, in der Ausbildung und so weiter, Awareness ist ein ganz großes Thema. Vertrauen ist zum Beispiel ein Aspekt, den wir sicher auch diskutieren müssen, möchte ich ganz kurz die Auswirkungen des Fachkräftemangels irgendwie greifbar machen. Ich habe ein paar Zahlen genannt, Sie haben auch Zahlen genannt, es fehlen so und so viele Leute, aber was bedeutet das wirklich für Unternehmer? Können Sie vielleicht aus Ihrem beruflichen Alltag beziehungsweise aus Gesprächen vielleicht mit Kunden oder so weiter das ein bisschen so illustrieren, vielleicht anhand von ein, zwei Beispielen, was bedeutet es, diese Fachkräfte nicht zu finden? Wer würde gerne beginnen? Ich kann gerne gleich anfangen. Ja, wenn wir mit Kunden über unsere Low-Code-Plattform reden, dann ist es eine typische Situation, dass wir beim Kunden einen sogenannten sehr, sehr langen Backlog vorfinden. Backlog ist einfach die Liste von Aufgaben, die sich Fachabteilungen, Bereiche in den Unternehmen wünschen, als Software, als Applikation. Aber die IT hat einfach die Ressourcen nicht und hat dann andere Prioritäten, hat nicht die entsprechenden Leute, diese dann kurzzeitig und schnell abzuarbeiten, muss also priorisieren. Und das ist ein ganz typisches Beispiel und das ist eben auch hervorgerufen durch den Mangel an Entwicklern, den die Unternehmen einfach nicht finden können. Es ist ja nicht nur eine Zeitfrage. Ja, das wird deutlich stärker und schlimmer, okay. Ganz genau. Und das ist eben dann ein Ansatz, wo man mit Low-Code zum Beispiel diesen Backlog deutlich verringern kann. Wie sieht das bei ACB aus? Ganz können Projekte nicht umgesetzt werden, weil einfach die absolut, die ja, also Mitarbeiter fehlen? Da kann ich das synchronisieren. es sind natürlich die Projekte, die nicht umgesetzt werden können, aber ganz ein wichtiger Aspekt ist ja natürlich, die Stellen sind ja nicht umsonst ausgeschrieben. Mhm. Ja. Also oft sind ja Stellen draußen, die, weiß ich nicht, 6 Monate, 9 Monate, ein Jahr draußen sind. Ja. Man hat kaum Bewerbungen, kaum Rückläufe und dementsprechend sind die einzelnen Projekte im Backlog. Ja. Das heißt, das ist ja nicht nur das Geld, das mehr oder minder nicht erwirtschaftet werden kann. Ich nehme vielleicht noch einen zweiten Aspekt mit. Das sind ja die bestehenden Mitarbeiter in den bestehenden Teams. Der Druck wird ja dementsprechend auch immer größer. Ja, und man versucht ja vielleicht das eine oder andere Projekt noch mitzutun. Also da muss man auf alle Fälle auch darauf achten, dass das vorhandene Team oder die vorhandenen Ressourcen da nicht in die Überarbeitung kommen. Mhm. Ja, wenn ich noch was beitragen darf. Ja. Im Endeffekt in Gesprächen mit unseren Kunden splittet sich teilweise die Kundengruppe in zwei Unterkategorien. Nämlich auf der einen Seite diejenigen, die mehr traditionell weiterhin sagen, so ein bisschen dieses Post and Pray, ja, so dieses, ich schreibe mal aus, vielleicht mache ich das Gehalt ein bisschen höher, als ich es bisher gemacht habe und gehe davon aus, dass ich dann entsprechende Ressourcen finde. Die Enttäuschung, die dann kommt, in sehr vielen Gesprächen wird das zurückgespielt, ist eine relativ hohe, weil die Qualifikation, die ich am Markt auch für ein höheres Gehalt bekomme,
heute nicht dem entspricht, was das Unternehmen in Wirklichkeit braucht. Die zweite Zielgruppe geht einen vielleicht etwas innovativeren Schritt und sagt, ich beginne auf der einen Seite innerhalb meines Unternehmens einmal zu schauen, wer hätte denn vielleicht Interesse aus seinem derzeitigen Job in eine mehr IT-affine Rolle hineinzurutschen und wen kann ich damit vielleicht umqualifizieren und die andere Rolle leichter nachbesetzen. Wenn man es jetzt ganz überzogen beschreibt, vielleicht der Sachbearbeiter, der in Wirklichkeit in seiner privaten Zeit schon die ganzen Nachbarn IT-mäßig versorgt, den kann ich leichter qualifizieren und ihn vielleicht zu einem IT-Supporter oder auch einem Cloud-Administrator machen, als wenn ich jetzt verzweifelt monatelang am Markt suche, was ich nicht finde. Also ich glaube, es gibt da Konzepte, die da sind. Es gibt auch von den entsprechenden Interessensvertretungen entsprechende Konzepte. Man muss sich nur trauen, neu zu denken und nicht nur alteingefahrene Mechanismen am Arbeitsmarkt zum Einsatz zu bringen. Vielen Dank für das Statement. Herr Lohl, Sie wollten... Da vielleicht auch noch ergänzend die ernüchternde Nachricht ist, dass ja die jungen Menschen, die angehenden IT-Fachkräfte ja schon auf der Welt sind, die sind ja in den Ausbildungsstätten. Wir wissen ja, was da herauskommt. Also das ist ja jedes Jahr klar, das kann man sich auch in die Zukunft anschauen, welche Absolventenzahlen gewisse Einrichtungen, einschlägige Einrichtungen quasi ausspucken. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es wird die qualifizierte Zuwanderung brauchen, nicht nur im IT-Bereich, aber da ganz besonders, weil eben die Absolventenzahlen nicht dort sind, wo wir sie brauchen. Und da sind natürlich viele Unternehmen überfordert. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Es gibt natürlich viele Unternehmen, große Unternehmen, und auch mittelgroße Unternehmen, die schon sehr früh begonnen haben, auf die qualifizierte Zuwanderung zu setzen, gerade auch im IT-Bereich, sehr viel Know-how aufgebaut haben, da gute Prozesse etabliert haben, da auch sehr viel Geld investiert haben, aber viele haben da noch keine Erfahrung und die haben da auch nicht das Know-how und haben auch Angst und auch die Bereitschaft noch nicht. Und deswegen haben wir in Oberösterreich sehr früh darauf gesetzt, da wirklich Welcome Dapper Austria Onboarding-Aktivitäten quasi ins Leben zu rufen, weil es ist ja nur die halbe Wahrheit. Also wenn man eine Person findet im Ausland, die geeignet ist und auch möchte, da ist man schon mal sehr, sehr weit. Also wenn das einmal gelingt, da ist man schon sehr, sehr weit. Und dann ist der nächste große Schritt, dass die Person unterschreibt. Und viele Betriebe glauben, so, jetzt gehört man die Person, aber da geht das Onboarding erst los. Also nicht nur übrigens bei internationalen Fachkräften, auch bei nationalen Fachkräften. Aber internationale haben natürlich ganz andere Herausforderungen. Wir helfen da zum Beispiel auch bei der Wohnungssuche. Also wir kommen drauf, dass wenn ich ohne Deutschkenntnisse im hochqualifizierten Bereich, sind Deutschkenntnisse im IT-Bereich nicht notwendig. Natürlich forcieren wir, dass dann auch spielerisch Deutsch gelernt wird, weil man natürlich dann nicht in der Bubble ist. Man ist trotzdem in einer Parallelwelt, wenn man dauerhaft hier sein möchte und nicht Deutsch kann. Aber es geht los, dass man keine Wohnungsbesichtigung bekommt ohne Deutschkenntnisse. Wenn man dann dabei ist und klar ist, dass das ein Forscher ist in irgendeinem Börsenunternehmen, dann spielt das überhaupt keine Rolle, natürlich, dass er nicht Deutsch kann. Aber bis dorthin bekommt er keine Wohnungsbesichtigung. Und da haben wir wirklich sehr früh geschaut, eben seit einigen Jahren auch, dass sie eine Community werden. Also dass man auch wirklich abseits des Unternehmens probiert, diese Leute eine Community anzubieten, auch mit wissenschaftlichen Vorträgen auf Englisch oder alltägliche Themen, Steuerpolitik, Gesundheitssystem, Mietrecht, Arbeitsrecht, also wirklich englische, weil natürlich, wenn ich aus einem Drittstaat bin, dann ist das Gesundheitssystem in Österreich ein ganz anderes in der Regel. Und da haben wir wirklich versucht, sehr viel aufzubauen und das wird auch gut angenommen. Und die Community ist mittlerweile so weit, dass auch Leute, wenn sie in einem Unternehmen nicht mehr glücklich sind, nicht mehr fluchtartig das Land verlassen, also da haben wir jetzt die ersten positiven Meilensteine, sondern durch diese Community wird man dann oft aufmerksam auf ein anderes Unternehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil am Ende des Tages müssen wir schauen, dass sie in Oberösterreich bleiben, oder in Österreich zumindest, weil natürlich es bringt Entspannung, vor allem auch viele kleinere Unternehmen, die sich nicht trauen, internationale Fachkräfte einzustellen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da zusammenhelfen. Diese Umqualifizierung, die der Herr Swoboda erwähnt hat, die kenne ich aus ein bisschen einer anderen Perspektive. Also Sie haben es jetzt aus einer großen Firma geschildert, die Möglichkeiten haben, die Mitarbeiter intern umzuqualifizieren. Ich kenne es auch aus kleinstrukturierten Unternehmen, wo der Mitarbeiter selbst
für sich erkannt hat, was für Fähigkeiten er sich über die Jahre selbst beigebracht hat, weil er in diesem kleinen Unternehmen das Netzwerk aufgebaut hat, mit dem Unternehmen technisch gewachsen ist und so schon viel IT-Know-how sich selbst angeeignet hat. Das Unternehmen braucht aber keinen eigenen ITler, will sich solchen auch keinen leisten. Und der nutzt dann einfach diese Möglichkeit der Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg, diese nachzuholen. Und da muss ich sagen, meiner Meinung nach sind diese Möglichkeiten auch sehr wichtig, dass man diese dementsprechend bietet, um auch solche Leute zu erwischen und die sich umqualifizieren zu lassen. Wo ich auf der anderen Seite dann in der Praxis wieder das Problem sehe, es fehlt an Praktikumsplätzen, weil dieser ITler, der sich das selbst beigebracht hat, hat halt den Nachteil, dass er sich selbst beigebracht hat. Das heißt, er ist so gut wie die Recherche, die er selbst betrieben hat. Er hatte nie einen Lehrer, einen Trainer oder einen Tutor auf diesem Weg. Das heißt, es fehlt ihm noch ein bisschen, um diese Wolke der IT zu vervollständigen, auch in der Theorie. Die haben dann oft das Problem bei Lehrabschlussprüfungen, wenn sie das machen wollen, die theoretischen Dinge, auf die man sich vorbereiten und lernen kann, gehen relativ leicht, die können sie relativ positiv absolvieren. Nur wenn es dann zum Thema Fachgespräch kommt, das bei uns in Tirol so aussieht, dass es eine Prüfungskommission aus 3 Kommissionsmitgliedern ist, das kein Frage-Antwort-Spiel ist, sondern wo man wirklich fachlich über ein Thema redet, dann sieht man relativ schnell, wie der restliche IT-Background aussieht. Und das sind dann oft diese Themen, an denen es hakt. Und deshalb wären Praktikumsplätze, das in der IT oft schwierig zu finden ist, auch ein mögliches Thema, um solchen Problemen gegensteuern zu können und eben aus diesem Teich mehr fischen zu können. Ich würde noch gerne hinzufügen, also ich stimme Herrn Swoboda auch absolut zu, dass man eben auch Fachkräfte in den Fachabteilungen suchen muss, die dann in der IT-nah arbeiten, sagen wir. Und für mich immer wieder das beste Beispiel ist eigentlich Excel und Excel-Makros. Also wenn Sie sehen, was für eine Intelligenz in den Fachabteilungen und Komplexität in Excel-Makros rein investiert wurde durch Nicht-ITler, dann ist das absolut beeindruckend. Das muss aber entsprechend eingefangen und gemanagt werden. Also nicht umsonst nennt man Excel ja auch die erste No-Code-Plattform, die es je gab. Und moderne No-Code-Plattformen können aber eben hier viel bessere Leitlinien setzen, können all die Schwächen, die Excel haben, wenn sie im Team mit einem Excel-Sheet arbeiten wollen, geht das oft in die Hose. Sie können besser Workflows machen. Und da können eben moderne No-Code-Plattformen genau diese Möglichkeiten in die Fachabteilung bringen, sodass die Fachabteilung ihre eigenen Workflows, einfachen Apps, Genehmigungen, Abläufe, alles Mögliche, was man brauchen kann, eben sehr einfach und schnell erstellen können. Vielen Dank, Herr Wiedenhäuser. Herr Neumann, Sie wollten ja etwas sagen? Ja, sehr gerne. Von ein paar Sachen zusammenkommen. Einerseits einmal dürfen wir nicht vergessen, dass vieles ist hausgemacht. Den Fachkräftemangel, den wir jetzt haben, der ist absolut hausgemacht. Ich meine, es war nicht so der große Blick in die Glaskugel, dass wir in den Nullerjahren, 10 Jahre später, einfach viel mehr IT-Fachkräfte brauchen. Ja. Ich glaube, da in den Nullerjahren hat man schon erkennen können, dass das Internet nicht wieder weggeht und auch ähnlich wie Auto fährt. Ja. Internet ist gekommen, um zu bleiben. Also man hat seitens der Politik, aber auch, und die Kritik müssen wir leider auch uns selber nehmen, auch die Unternehmen haben einfach viel zu wenige Fachkräfte ausgebildet. Man hat gesagt, ja, die kommen schon von irgendwo her. Und dann irgendwann ist halt dieser Punkt gekommen, wo sie nicht mehr von irgendwo herkommen. LAB ist angesprochen worden. Auf eine Lehrstelle, die ausgeschrieben wird, kommen in der Steiermark in etwa 100 Bewerber. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass von diesen 100 Bewerbern wahrscheinlich einmal 80 in der Grundschule in Mathematik wahrscheinlich nicht aufregend waren. Und wir wissen alle, ohne Mathematik brauchen wir in der Informatik gar nicht anfangen. Ja? Also da kommt schon viel her, aber da ist einmal sehr viel nicht brauchbar. Und da auf der anderen Seite haben dann Unternehmen, die Lehrplätze anbieten, obwohl so viel Interesse da ist, trotzdem Probleme, sie zu besetzen, weil einfach die Qualität der Personen, die sich dafür bewirbt, nicht die beste ist. Ja. Wir haben aber auch genauso auf den Universitäten verabsäumt, Ausbildungen anzubieten. Und was dann auch noch dazu kommt, denn in TU Graz, eine der doch besseren Universitäten dieses Landes, ja, kaum ein Absolvent bleibt in Österreich. Naja, klar, in Deutschland kriegt der Faktor X mehr bezahlt und
Viele haben schon den Job, bevor sie überhaupt mit der Schule fertig sind. Und dort, wo wir ansetzen müssen, nämlich genau zwischen der LAB und dem Hochschulabschluss, nämlich bei den HTLs, ja, sagt es immer wieder, wir brauchen nicht nur Häuptlinge, wir brauchen auch die Indianer. Irgendwer muss den Code auch schreiben. Ja. Ein TU-Absolvent hat kein Interesse mehr, dass er selber coden geht. Ja. Also den HTLs, wir haben in der Steiermark tatsächlich eine HTL, wo am Recruiting-Tag deutlich mehr Firmen bereit sind als Absolventen. Ist ja auch interessant. Ja. Also wir würden einfach mehr Schulen, ich fordere seit ewig eine zweite HTL in Graz nach diesem Vorbild dieser einen. Ja. Ja, wird man von der Politik gesagt, hast eh recht, aber passieren jetzt in den letzten 10 Jahren nichts. Ja. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Situation, in der wir jetzt sind, wir uns eigentlich in den letzten 15 Jahren selber reingebracht haben, weil einerseits zu wenig auf der Unternehmerseite ausgebildet worden ist, andererseits aber auch viel zu wenige universitäre bzw. HTL-mäßige Lehrgänge zur Verfügung stehen. Und das baut man jetzt aus. Ja. Mhm. Und zum Thema Menschen, die aus dem Ausland kommen, also ich kenne in Graz die paar größeren Softwareentwickler, die wir haben, und wenn ich von größer rede, dann rede ich von bis zu 100 Mitarbeitern. Ja. Eine von einem lieben Freund von mir, da sind 80 Mitarbeiter aus 25 Nationen. Mhm. Bürosprache ist Englisch. Das sind Menschen, die seit 4, 5 Jahren in Graz leben und in Wirklichkeit kein Deutsch sprechen, wozu auch, sie brauchen es nicht. Ja? Sie sind nur in der also nur mit IT-Community zusammen, in der IT-Community. Wie gesagt, kann man durchaus verlangen, dass jemand auch Englisch spricht. Wunderbar. So, danke dabei einmal. Vielen Dank, Herr Neumann. Es wurden einige Themen angesprochen. Ich möchte einen kurzen Aspekt erwähnen. Gestern wurde die Plattform Austrian Jobs for Ukrainians präsentiert und da hat der Hahn von UBIT Österreich einen sehr interessanten Satz gesagt. Wenn man an Österreich denkt, denkt man nicht in erster Linie an IT. Da kommen viele Sachen davor, Gastronomie und so weiter, schöne Landschaft, Skifahren und so weiter, nicht IT. Was mich interessieren würde, woran liegt das? Warum ist es sozusagen das IT-Image in Österreich nicht das Beste? Deutschland, weiß ich nicht, wie die Situation ist, ist, glaube ich, etwas besser ist, dass man mit Stolz in einer Branche arbeitet, die ganz, ganz spannend ist. Ich denke, künstliche Intelligenz und so weiter. Was jetzt passiert, wird irgendwann einmal in den Geschichtsbüchern stehen. Und die Kinder werden sagen, ah, damals wurde das in Österreich oder Deutschland entwickelt. Das Image, habe ich das Gefühl, das Image, IT-Image ist in Österreich nicht das Beste. Woran liegt das? Was würden Sie da antworten? Wenn ich da vielleicht anfangen darf. Also in Oberösterreich, muss ich sagen, ist das Image gefühlt sehr, sehr gut. Also wir haben gerade im IT-Startup-Bereich extrem uns positiv entwickelt und nicht nur in Fantastic und Tractive und Co. Also wir haben jetzt wirklich da sehr zwei etablierte Startup-Bereiche, wo auch aus dem deutschsprachigen Raum sehr viel Zufluss stattfindet. Also rund um Tech2B und auch in der Startup, in der Tabakfabrik, also wo wirklich auch sehr viel Dynamik da ist und wo man mittlerweile auch eine tolle Umgebung auch hat, wo man auch diese innovativen Hubs auch wirklich spürt und auch wirklich sehr viel positive Energie da ist, kommt es natürlich auch noch dazu, die TU Digitalisierung, die 2023 in Linz jetzt auch eröffnen wird. Also wir sind auch mittlerweile, also nirgends in Österreich verdienen ITler so viel wie in Linz, also das muss man auch sagen, das ist auch jetzt ganz neu. Also ich habe da das Gefühl, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist und dass auch die Ausbildungsstätten, weil das, die HTL Leonding war da sehr früh, die IT HTL Leonding hat da sehr früh begonnen, einschlägigste Programme zu machen, dass da auch sehr viel jetzt auch in der Breite passiert ist, auch in den AHS-Schulen etc. Also da wird wirklich sehr, sehr viel jetzt getan und die Jungen wissen, dass dieses Kompetenzfeld notwendig ist. Also wir machen da auch sehr viel, wir haben zum Beispiel IT Rocks, das ist auch eine Kampagne, das was wir im Haus auch machen, wo wir jungen Schülern die Bedeutung von IT seit Jahren näher bringen, mit unzähligen Kinospots etc. etc. Und das wird sehr gut angenommen. Also wir haben jetzt schon, glaube ich, da zumindest in Oberösterreich es geschafft, dass man sich proaktiv und sehr intensiv in einer frühen Phase mit IT auseinandersetzt. Und wir haben auch, uns zeigen auch die Jahre, dass wir mehr Absolventen haben. Wir haben zum Beispiel bei den Damen in den letzten 20 Jahren in Oberösterreich den HTL-Absolventinnenanteil verdoppelt, 20 Jahren. Also da ist sehr viel passiert. Und ich glaube auch sehr viel positive Image. Also, und man merkt ja auch immer, wir haben uns vor einiger Zeit einmal angesehen, auch, ist aber jetzt schon, glaube ich, schon 2, 3 Jahre aus Bedeutung auch. Und da wird auch wirklich
groß, also mehrheitlich gesagt, die IT wird an Bedeutung zunehmen, also auch Eltern und Großeltern. Also ich glaube, dass da durchaus, zumindest in Oberösterreich, klar ist, da führt kein Weg vorbei. Ich würde die IT in diesem Zusammenhang gerne in zwei große Teile aufteilen. Einmal in die hardware-nahe IT, also in die Technik, und einmal in die Applikationsentwicklung. Weil die Technik, das ist etwas, das ist ein Must-Have. Also jeder Betrieb braucht die Technik als Betriebsunterstützung, dass das Ding läuft. Also in der wird man sich nicht großartig mit Neuerungen etablieren können. Also Chips werden in China, in Fernost, in Amerika hergestellt, haben wir in Europa selbst gesehen, dass es keine Chip-Herstellung gibt. Also in der Hardware gibt es da jetzt nicht so großartige USBs, wo man sich als Land hervorheben könnte. In der Softwareentwicklung, wenn man jetzt Österreich zum Beispiel mit Amerika vergleicht, ist in Österreich sehr schwierig zu Risikokapital zu kommen. In Amerika ist eine ganz andere Philosophie. Und weil Sie Ihren Testik erwähnt haben, also wenn man 2 Minuten 2 Millionen schaut und dann immer wieder die Pitches von App-Entwicklungen oder Softwareherstellern sieht und sieht, was da an Geld dahinter steckt. Also egal, wenn jemand etwas Hardware-nahes, neue Strickwolle entwickelt oder keine Ahnung was, da geht es um ein paar hunderttausend Euro, aber wenn es in die App-Entwicklung geht, reden wir meistens von mehreren hunderttausend bis mehreren Millionen Euro. Und das ist einfach das Risikokapital, das einfach nicht so einfach, meiner Meinung nach, in Österreich zu finden ist. Und das ist dann wieder was, was sich dann auf die Region oder auf das Land widerspiegelt, wo man dann sagt, okay, Österreich ist nicht das klassische IT-Land, sondern in Österreich gibt es schöne Berge, schöne Seen, Skifahren und so weiter, Sport, Kultur, gutes Essen, wir haben eh geredet. Von West nach Ost hat Österreich extrem viel zu bieten in allen Bereichen, nur halt nach außen momentan nicht in der IT. Mhm. Vielen Dank für das Statement, Herr Windhorst. Ja, nur noch kurz. Ja gut, nur kurz einzuwerfen, also ich kann das jetzt nur aus Deutschland aus betrachten. Also zum einen sagt man, der IT-Ruf, der kommt natürlich durch die großen Firmen, durch die leuchtturmbekannten Sachen. Also Silicon Valley ist das Mekka für IT, natürlich aufgrund der Firmen, die dort angesiedelt sind. Deutschland hat das Glück, dass da die SAP vor 50 Jahren entstanden ist. Das ist sicherlich so ein Leuchtturmunternehmen, ja, was dann eine Branche prägt. Aber ich glaube, da entsteht auch viel von unten und da entstehen ganz neue Bewegungen. Und da hat, glaube ich, Sie haben es auch schon angesprochen, Österreich sehr, sehr gute Karten. Ich möchte mal eine Bewegung nennen, das ist die sogenannten Digital Nomads oder die digitalen Nomaden. Das ist ja eine ganz neue Art, die sich da entwickelt, gerade durch junge Leute, die völlig ungebunden sind, die nur noch ihren Laptop und ein Internet brauchen, eigentlich überall arbeiten können und dorthin gehen, wo es eben schön ist oder wo sie gut arbeiten und gut leben können. Und Sie haben es angesprochen, Österreich hat da extrem viel zu bieten und ich glaube, Österreich steht da auch relativ hoch in der Rangliste. Ich glaube, und dann entstehen diese digitalen Meccas, was der Herr Neumann eben auch angesprochen hat. Ich glaube, dann ist es aber gerade für Sie wichtig, dass man die dann auch nutzt für die Bevölkerung, für die anderen, weil das sind ja extreme Wissensträger, die Sie da irgendwo haben. Die dürfen aber nicht in einer Blase leben, sondern die müssen eigentlich, und ich glaube, das wollen die auch, was zurückgeben an das Gastland. Ja? Das muss aber wiederum organisiert werden, da gibt es sprachliche Barrieren und andere Dinge, aber das ist, glaube ich, auch eine ganz große Chance. Und auch finanzielle. Wenn der digitale Nomade für Microsoft arbeitet und sich denkt, er möchte in Österreich sein, weil er gerne Ski fährt, dann arbeitet er immer nur für Microsoft und nicht für ein österreichisches Unternehmen. Und dann ist vermutlich wieder ein finanzielles Thema, den von Microsoft wegzulocken und in ein österreichisches Unternehmen oder zu besteuern, arbeiten zu können. Genau. Und dann ist er kein Nomade mehr, weil dann lebt er ja, wo er arbeitet. Richtig, also ist immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist richtig. Herr Falkenstein, Sie haben es. Also vielleicht ergänzend noch dazu, ist sicher historisch bedingt, ja, also dass wir nicht in unserer Größe mit Österreich, also wir sagen immer den Faktor 10 jetzt mit Deutschland zu vergleichen, wenn ich jetzt das Silicon Valley hernehme, dann ist es noch ein höherer Faktor, also ich denke schon, es hat was mit der Größe zu tun. Bei uns gibt es sicher, ich nenne sie Local Heroes, ja, das sind halt so kleine, strukturierte Unternehmungen, die natürlich sehr viel Wissen und Know-how dort mit hineinbringen, aber wie gesagt, Ziel soll es natürlich sein, auch das nach vorne zu bringen und die dann dort aufzeigen müssen, dass wir in Österreich auch dementsprechend mehr zu bieten haben. Die Frage ist, ob wir nicht in Österreich auch am Image ein bisschen arbeiten müssen. Wir reden jetzt auf der einen Seite immer von der IT-Fachkraft und in dem Moment, wo man von IT-Fachkraft in einem Nicht-IT-Umfeld, das kann auch beim Heurigen sein, spricht, kommt sofort dieses Bild von, weiß nicht, lange Haar, bärtig, Turnschuh und arbeitet irgendwo im Keller und schraubt da dann irgendwelchen Kasteln. Von dem sind wir ja schon weit weg. Ja, ich glaube, dass ganz vielen Menschen in Österreich bewusst geworden ist, dass IT heute
viel weiter unten schon anfängt. Und ich glaube, da haben wir auch einen immensen Aufholbedarf. Digitalisierungsgrund-Know-how in Wirklichkeit in der Bevölkerung zu verankern und den Menschen beizubringen, dass IT heute nicht mehr das ist, was irgendjemand im Keller macht oder in einem Rechenzentrum oder in den großen Firmen, sondern IT beschäftigt jeden Menschen in Österreich jeden Tag wahrscheinlich 50% seiner aktiven Zeit. Und dort müssen wir ansetzen. Wir müssen also dieses Image der IT ein bisschen moderner machen. Wir müssen auch andere Zielgruppen ansprechen. Wir haben jetzt ganz viel über HTLs oder über Schüler oder über universitäre Abgänge gesprochen. Was ist mit den Menschen, die schon lange im Berufsalltag stehen? Ja, die kann man genauso abholen. Oder ganz neue Zielgruppen. War jetzt ein interessanter Aspekt, das Thema Frauen in der IT. Ach, ja. Ganz viele Frauen wehren sich noch gegen die IT, weil ihnen beigebracht wurde, das ist nichts für euch. Ich habe zwei 13-jährige Töchter, sie sind in einer MINT-Schule, die mit Leidenschaft ihrem Informatiklehrer mittlerweile beibringen, wie man gewisse Dinge macht, weil sie sich selber recherchiert haben. Wir haben jetzt gerade, Thema Microsoft ist gefallen, ein sehr innovatives Programm, Women in ICT war da mit dabei beteiligt. Also wir haben ein New IT Girls Projekt gemacht, wo wir 100 Frauen qualifiziert haben im Thema Security, im Thema Cloud Computing. Ja, wirklich bei den Grundlagen begonnen. Und wie wir dieses Programm gestartet haben im Rahmen unserer Skills Campus Initiative, ist innerhalb kürzester Zeit eine Anmeldung nach der anderen eingetrudelt. Also der Wille ist ja da. Es müssen nur die Angebote auch da sein, es muss die Bereitschaft da sein von Unternehmern, von Politik, hier auch entsprechend zu unterstützen und Programme anzubieten, wo eben Menschen, die im Berufsalltag stehen und oder auch Frauen, die jetzt Interesse haben an diesem Thema, zu motivieren, probier's, greif's auf, lass dich zertifizieren. Ja, das ist das, was man im Endeffekt, das ist alles wunderschön, wenn ihr einen HTL-Abschluss, einen Uni-Abschluss oder was auch immer habt. Es gibt aber darüber hinausgehend auch die Welt der Praxiszertifizierungen, die nicht außer Acht gelassen werden soll, wo ich mich von Herstellern international anerkannt zertifizieren lasse und damit etwas mitbringe. Nämlich theoretisches wie auch praktisches Know-how, was ich dann in meinem Job für die Wirtschaft in Österreich auch entsprechend einbringen kann. Eine kleine Zwischenbemerkung, ich glaube, Frauen in der IT ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 18% in Österreich. Ich glaube, in Deutschland sind 15%. Spielebranche interessanterweise 20%, also ein kleiner Unterschied. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dieses Verhältnis ist nicht, unter Anführungszeichen, gesund, es spiegelt nicht die gesellschaftliche Realität wider. Und das könnte auch für viele Menschen ein Grund sein zu sagen, das muss eine Nerds-Branche sein, sonst wären ja mehr sozusagen mehr Frauen hier tätig. Und dass das auch ein Grund ist, gar nicht hier zu beginnen. Image, wieder das Stichwort Image der IT, wie Sie vorher gesagt haben, lange Haare, Pizza und so weiter, da wollen wir nicht tätig sein. Also es ist nicht nur wichtig, sozusagen den Frauenanteil zu steigern, sondern auch das Image zu ändern und zu sagen, diese Branche ist gleichmäßig für Männer und Frauen genauso interessant, spannend und sollte aber auch eben, wie gesagt, die gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Herr Lugas, Sie wollten vielleicht noch etwas sagen. Vielleicht auch noch ganz kurz, da möchte ich bei Herrn Swoboda auch anschließen, zum Beispiel Wiedereinsteigerinnen, die längere Zeit quasi bei den Kindern zu Hause waren, werden gerade in Linz in der Tabakfabrik mit einfachen Programmierkenntnissen ausgebildet. Weil es sind ja auch sehr viele IT-Jobs, ja nicht die hoch anspruchsvoll, sondern man braucht ja auch Indianer in den Betrieben, also auch einfache IT-Tätigkeiten, wo ja auch, also insgesamt, aber gerade Wiedereinsteiger, die 10 Jahre oder länger vom Arbeitsmarkt weg waren, sind da hervorragend geeignet. Und was auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, jeder Industriebetrieb und auch KMU-Betrieb ist ein IT-Arbeitgeber. Das wird oft ein bisschen vergessen. Also da sind wir ganz stark, wir sind natürlich als Industriebundesland Nummer 1 in Oberösterreich, wo wir auch ganz stark schauen, dass wir auch da die FH-Uni-Absolventen hinbringen, weil die oft gar nicht so gesehen werden. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch eines, weil es auch wirklich ein ganz neuer Zugang ist. Wir haben jetzt im Bezirk Kirchdorf, das ist die industriellste Region Österreichs, wissen die wenigsten, runtergerechnet,
haben wir jetzt ein Transplacement-Projekt gemacht. Das ist, wo wirklich, das kommt aus dem Arbeitgeberzusammenschluss früher Frankreich, wo sich Weinbauern gemeinsam quasi Erntehelfer geteilt haben, haben wir jetzt quasi als Basis neu gedacht und haben da jetzt wirklich, wo sich Betriebe Mitarbeiter teilen, Mitarbeiter verleihen, da auch der IT-Schwerpunkt wird da eine große Rolle spielen, weil halt manche Betriebe brauchen halt nicht 40 Stunden Programmierressource, sondern halt vielleicht nur 20 oder 25. Also wo wir jetzt auch wirklich versuchen, Firmenkooperationen gemeinsam, also das ist nämlich auch das Neue, dass sich Betriebe dort gemeinsam trauen, quasi Leute zielgerichtet einzusetzen. Das AMS ist auch dabei, macht dementsprechende Qualifizierung. Also das sind oft Leute mit ein bisschen IT-Know-how, die werden jetzt zielgerichtet quasi für 2, 3 Betriebe ausgebildet und helfen dann da mit quasi. Und irgendwann ist natürlich das Ziel, als Stammbelegschaft Mitglied zu werden in einem Unternehmen. Aber auch da, glaube ich, es braucht auch neue Ansätze, weil es ist am Ende des Tages, das ist auch vielleicht nur ein ganz kurzer Punkt, oft ist mehr Wissen da, als was man glaubt. Mit Smartphone hat jeder Mann und jede Frau in Österreich mehr Rechenleistung als die NASA 1969 bei der Mondlandung. Und die sind oft auch wirklich geschickt über Jahre lang, personalleitender Werkzeugbaubetrieb. Nur man traut ihnen oft sehr wenig zu, obwohl sie eigentlich sehr affin sind. Nämlich was Smartphone betrifft, was Computerwelt, E-Buttes etc. Also ich glaube oft, wir setzen da auch an mit unserem Qualifizierungsverbund Digitales mit 400 Schulungsformaten, wo Betriebe überbetrieblich dies nutzen können gemeinsam und das auch sehr stark gemacht wird, wenn man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die Leute auch dort abholen, wo sie stehen. Vielen Dank, Herr Loger. Herr Neumann, ich glaube, Sie haben sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Was ich einerseits natürlich der digitale Nomade, der gefallen ist, ja, da möchte ich kurz einhaken. Ich meine, die gibt es, keine Frage. Ich glaube aber nicht, dass die grundsätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, weil die meisten davon sind Freelancer oder arbeiten ohne dies für irgendeinen der Großen. Also damit werden wir unsere Fachkräfte nicht lösen. Wir sollten einmal definieren, was ist die IT-Fachkraft? Regelmäßig, wenn ich irgendwo ein Interview gebe, in ORF Steiermark oder sonst wo, und dann das ausgestrahlt wird, läutet bei mir das Telefon von empörten Großeltern oder Eltern, ja, wie kann ich denn sowas sagen? Sohn, Tochter hat ja eh die EDV-Hasch besucht und kann jetzt die Maus halten und wieso kriegt er nicht sofort einen oder kriegt sie nicht sofort einen Job? Also, wir müssen schon mal klar definieren, was eine IT-Fachkraft ist, weil eins ist klar, dass bei vielen Menschen jemand, der die Maus bereits halten kann und drüber dunkeln kann, ist der gleich so im Bekanntenkreis, gibt es immer einen Computerexperten, ja, der weit davon entfernt ist, dass er wirklich eine IT-Fachkraft ist. Ja. Und wie gesagt, genauso zahlreiche Absolventen von irgendwelchen, wie auch immer ich die Schulen jetzt nennen möchte, ja, das sind keine IT-Fachkräfte. Die gibt es zwar und die stehen am Markt aber nicht zur Verfügung. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben in der UBIT einen sehr hohen Ein-Personen-Unternehmen-Anteil. Ja? Also das sind ja auch sehr viele IT-Fachkräfte, die eigentlich am Markt zur Verfügung stehen. Sollte man meinen, das müsste sich eigentlich matchen. Da kommt halt wieder das Thema zum Tragen, dass die IT ein freies Gewerbe ist und jeder, der möchte, sich den IT-Gewerbeschein holen kann. Das heißt, wir null Qualifizierung haben eigentlich, wenn jemand einen IT-Gewerbeschein hat oder nicht. Das darf man bitte nicht vergessen. IT ist ein freies Gewerbe. Der Maurer muss x-mal qualifiziert werden, weil der könnte was anrichten. Der ITler, der einen Staudamm hacken kann, braucht vorher nicht qualifiziert werden, sondern kriegt sofort die Gewerbeberechtigung. Also über das sollten wir auch einmal nachdenken. Ich weiß, es ist nicht sehr opportun, gerade über strengere Marktzugänge zu sprechen, aber gerade in der IT, denke ich, wäre es wirklich sehr hilfreich, weil auch das höre ich immer wieder von unseren zahlreichen EPUs, ja, wir haben nichts zum Tun und überall redet, dass wir Fachkräfte brauchen. Naja, dann hast du halt ein Wissen, das gerade am Markt nicht benötigt wird, ja, oder du hast generell zu wenig Wissen. Also da ist ein Riesenpotenzial da von Leuten, die einfach nicht ausreichend ausgebildet sind, aber die zumindest wollen. Vielleicht kann man sich mal mit Gedanken machen, wie man denen entgegenkommt und denen Möglichkeiten gibt, wie sie sich in den Arbeitsmarkt besser einbringen können als EPU, wo es dann mit wenigen 1.000 Euro im Zeitraum auch immer auskommen müssen. Ja. Da gibt es ja Maßnahmen sozusagen der Weiterbildung, der Spezialisierung. Ich glaube, gerade UBIT Tirol macht da einige Sommerakademie, IT-Professionals,
Genau. Können Sie da ein bisschen etwas erzählen? Darf ich vorher noch kurz was zum Herrn Neumann, ja, Herrn Neumann sagen? Also dieses Thema mit dem Gewerbe, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das müsste wirklich aber von der Politik einmal auch klar geregelt werden. Denn wie Sie sagen, also ein Programmierer kann einen Staudamm retten oder einen Staudamm auf gut Deutsch zerstören. Aber der Programmierer ist ja wirklich per se das freie Gewerbe und bei der UBIT angesiedelt. Es gibt dann aber nur den EDV-Techniker, der wirklich hardwarenahe Sachen macht, der einen PC aufschraubt, einen RAM-Riegel reinsteckt, RAM-Riegel rausnimmt. Der dürfte eigentlich nicht das freie Gewerbe ausüben. Der müsste das reglementierte Gewerbe des Mechatronikers mit EDV und Bürosystemtechnik ausüben. Ist in der Praxis aber nicht so, denn jeder, der meint, mit einem Computer umgehen zu können oder umgehen zu wollen, meldet das freie IT-Gewerbe an, eben weil es ein freies Gewerbe ist. Und das ist, egal mit wem man diskutiert, ob das innerhalb der Wirtschaftskammer ist, innerhalb von der BH, also der Verwaltungsbehörde, ist das immer ein Streitthema. Nur gibt es auch klare Zuweisungen, die transparenter vielleicht kommuniziert werden sollten. Mhm. Zum Thema der Gegenmaßnahmen. Also es wird in ganz Österreich vielleicht nicht viel anders ausschauen, aber in Tirol gibt es eben diesen zweiten Bildungsweg, der von der UBIT im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer angeboten wird, wo eben Personen am zweiten Bildungsweg, eben genau diese Quereinsteiger, diese Leute, die schon lange was anders machen oder die sich einfach dafür interessieren, einsteigen können und dann in diesem Fall jetzt den Lehrabschluss auf dem zweiten Bildungsweg nachholen können. Ich persönlich bin in dieser Ausbildung involviert. Ich bin auch in der Lehrabschlussprüfungskommission, der zwar diese Prüflinge aus Befangenheitsgründen nicht prüfen darf, aber immer im engen Austausch mit meinen Kommissionsmitgliedern. Und was ich dann meist raushöre, ist einfach bei vielen, dass die Praxis fehlt. Und da gibt es dann im Fachgespräch, wie vorher schon kurz erwähnt, massive Probleme, dieses beim ersten Mal zu bestehen, weil man einfach sehr schnell raushört, ob die Praxis da ist oder nicht. Es gibt natürlich solche und solche Teilnehmer, absolute Quereinsteiger, die vorher in der Bäckerei wohnen und noch nie was mit EDV gemacht haben, jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Bäcker sein können, weil Stauballergie oder körperlich zu harte Arbeit, die steigen dann ohne jegliches EDV-Vorwissen ein. Die haben es noch einmal ein bisschen schwerer als diejenigen, die vielleicht schon in ihrem vorgehenden Betrieb, zumindest annähernd, Berührungspunkte mit der EDV gehabt haben. Aber schlussendlich liegt es bei solchen Maßnahmen dann oft an den Praxisplätzen. Und das ist in der IT leider oft schwer zu finden, so für kurzzeitige Praktikumsplätze, um diese Ausbildung danach fachgesprächsseitig positiv absolvieren zu können. Nichtsdestotrotz sind diese Ausbildungen sehr gut besucht und werden von den Teilnehmern gut angenommen. Schön wäre jetzt dann, wenn halt noch sich dann im Nachgang Firmen finden würden, die diese Fachkräfte auch gerne aufnehmen würden. Die Frage ist, in welcher Richtung ist denn die Person dann qualifiziert? Ja, ist auch die Frage, macht sie das vorab, dass man mal prüft, welche Talente und Grundwissen sind vielleicht denn schon da und auf was kann man aufbauen? Ja, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, die im AMS Wien sagt auf der einen Seite, glaube ich, irgendwer hat das erwähnt, 6.000 IT-Fachkräfte werden gesucht. Gleichzeitig sind aber 3.000 arbeitslos gemeldete Personen mit dem Flag IT-Fachkraft da. So, wie passt das jetzt zusammen? Ja. Jetzt kriegt man auf der einen Seite relativ schnell wahrscheinlich das Flag IT, wenn man das im Endeffekt in seinem Beratergespräch erwähnt. Aber da ist ja jetzt ein Potenzial von, sagen wir mal, 3.000 Menschen allein in Wien da, wo man nur herausfinden müsste, was kann denn der? Oder in welche Richtung könnten wir den entwickeln? Und wir haben vor 30 Jahren haben wir Schachteltests angeboten für unsere Kunden, um einmal die Programmierlogik-Denkweise bei Kandidaten zu evaluieren. Das Ganze geht natürlich heute ein bisschen moderner. Und wir haben jetzt ein Pilotprojekt gestartet, wo eine Wirtschaftskammer Wien dabei ist, wo ein AMS Wien dabei ist, wo wir ein IT-Skills-Screening machen. Das heißt, wir geben diesen Menschen in einem mehrstufigen Programm die Chance, sich selbst einzuschätzen, dann ihr Wissen zu überprüfen und dann mit so einem Sunburst-Diagramm herauszufinden, okay, wo hat denn der Talente? Ist das ein Programmierer? Ist das eher ein IT-Supporter? Ist das vielleicht jemand, der eher in der Anwendungsunterstützung zu Hause ist oder ein Administrator ist? Und dann kann ich das matchen mit dem, was die Unternehmer in einer UBIT Wien sagen, dass sie brauchen.
und gezielt dorthin qualifizieren. Nur ich muss doch zuerst einmal eine Ausgangsbasis herstellen, was habe ich denn so an Potenzial in diesen Kandidaten drinnen. Da fallen wahrscheinlich 2/3 raus. Das mag sein, aber im Endeffekt bleiben dann noch immer 1000 über und 1000 in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 1000 in die IT-Welt zu integrieren, würde wirtschaftlich schon wieder einen riesen Unterschied machen. Also fehlende Transparenz. Ja, das klare Skills-Transparenz. Herr Neumann, Sie wollten noch anschließen. Nein, ich wollte nur, wie gesagt, noch einmal auf das hinweisen, dass häufig kein Matching da ist. Es sind Skills bei den Mitarbeitern vorhanden und es sind halt aber nicht die das Unternehmen gerade braucht. Ja? Und zu der ganzen LAB-Thematik, ich bin jetzt seit 2006, darf ich das in der Steiermark machen. Ja? Wenn ich mir die Kurve anschaue, die Qualitätskurve von 2006 bis heute, dann muss man jetzt sagen, die Ausbildung oder die jungen Menschen sind weniger motiviert. Wir haben 2000, also in den Nullerjahren wesentlich höher qualifizierte Personen bei der LAB gehabt, als wir sie heute haben. Wie gesagt, irgendwo wird die Wahrheit in der Mitte liegen, also sprich die Betriebe scheren sich weniger drum, aber auch die Lehrlinge scheren sich weniger drum. Und da lässt man natürlich auch enormes Potenzial liegen, weil jetzt hat man Menschen, diese jungen Menschen gefunden, die sich dafür interessieren, die wollen, denen man nach der Lehre noch einen akademischen Bildungsweg anbieten kann, was ja sowieso die ideale Lösung ist, diese duale Ausbildung. Ja. Schafft es aber nicht, das irgendwie am Markt verfügbar zu machen. Ja. Also ich glaube, da ist sicher noch enormes Bedarf da, jungen Menschen vermehrt in die Bereiche zu bringen, die sie auch wirklich machen wollen, wo sie wirklich gut sind und die Unternehmen dann auch aber entsprechend, dass sie die Ausbildungen machen oder die Ausbildung zur Verfügung stellen. Herr Swoboda, Sie haben letztes Jahr einen sehr interessanten Satz gesagt, den Kindern wird die IT mehr oder weniger aberzogen, nicht anerzogen. Es gibt ein natürliches Interesse, aber irgendwie verlieren sie das dann mit der Zeit. Und weil Sie gesagt haben, in der letzten Zeit ist das Interesse oder die Qualität sozusagen der Auszubildenden irgendwie nicht gestiegen, sondern eher gesunken. Sehen Sie dieses Problem noch immer, dass zu wenig gefördert wird sozusagen, das Interesse, dass die Möglichkeiten, unglaublich viele Möglichkeiten im IT-Bereich eine Erfüllung zu finden? Ja, ich glaube, dass die Bildungspolitik und die Arbeitsmarktpolitik noch immer zu weit voneinander entfernt agieren und dass wir in den Lehrplänen heute sicherlich IT noch immer unterrepräsentiert drinnen haben und dass Kindern, wie damals zitiert, die natürliche Neugierde abgewöhnt wird. Ja, das heißt, da haben wir im Endeffekt sicherlich qualifiziertes Fachpersonal als Mangelware an den Schulen. Ja, so wie ich zuerst erwähnt habe, bei einem 13-Jährigen helfen dem Informatiklehrer dabei, Probleme zu lösen oder lösen Probleme, wo es heißt, dafür gibt es keine Lösung. Und genau dort müssen wir, glaube ich, auch ansetzen. Ich glaube, dass dieses Potenzial so groß ist, gerade im Alter, so zwischen 12 und 18 irgendwo, den Menschen, den Jungen die Chance zu geben, sich da zu vertiefen, hineinzugehen und nicht nur in Eigenrecherche mit YouTube und Co. irgendwas zu entwickeln, sondern ganz gezielt zu fördern und zwar unabhängig vom Geschlecht. Das ist vollkommen egal, ob das jetzt Töchter oder Söhne sind. Beide haben diese Neugierde, beide haben das Interesse und ein immenses Potenzial, sehr schnell von der Ausbildung dann auch in ein Jobleben einzusteigen oder vielleicht irgendwann einmal das nächste große Einhorn-Startup zu werden, weil sie eine gute Idee haben. Ja, und ich glaube, da müssen wir sicherlich gemeinsam alle als Eltern, aber auch als Wirtschaftstreibende daran arbeiten, dass man den jungen Menschen da zur Seite steht. Ich glaube, ganz kurz ein Aspekt, der immer wichtiger wird, ist, es gibt zwar diesen War for Talents, ein furchtbarer Begriff, gerade angesichts der Ukraine-Krise, aber es ist ein Wettbewerb und jeder versucht natürlich die besten Leute irgendwie zu fangen. In Wirklichkeit ist es aber ein Problem, bei dem wir alle zusammenarbeiten müssen. Auch die Unternehmen untereinander, die das Bildungswesen viel stärker noch verzahnt mit den Bedürfnissen der Unternehmen und der Menschen überhaupt. Ich würde dann gerne sozusagen den Ausbildungsteil ein bisschen abschließen und dann Richtung, was können Unternehmen machen, damit sie
besser Leute finden, die sie jetzt bis jetzt nicht gefunden haben. Und ein Aspekt ist finden, ist der eine, sozusagen die eine Seite, sie zu halten, ist die andere. Und das, glaube ich, ist eine genauso große Herausforderung. Herr Falkensteiner, glaube ich, Erkennen von Potenzial und so weiter, das ist einer Ihrer Schwerpunkte. Ja, absolut. Aber vielleicht noch ergänzend, um das Thema abzuschließen. Also ich persönlich finde, dass wir auf vielen oder auf allen Seiten einfach Aufklärungsarbeit betreiben müssen. Die Frage ist, welche Motivation haben Kinder, Jugendliche, ja, in den Bereich der IT zu gehen? Ja? Mhm. Vielleicht ist es auch wiederum historisch, ja, wenn die Oma oder der Opa sagt, geh die in die IT, weil du kannst da kurz Geld verdienen. Ja? Das ist möglicherweise eine Motivation, aber was haben wir dadurch? Wir haben vielleicht auch eine sehr hohe Dropout-Rate. Ja? Das hat bei den Kindern und Jugendlichen zu tun, aber vielleicht auch bei denen, die möglicherweise im zweiten Bildungsweg dann hineingehen. Wir haben auch schon heute darüber gesprochen, dass es ja sehr viele unterschiedliche Jobbeschreibungen gibt. Ja, wir haben die Trennung zwischen Technik und wir haben Software Development, wir haben hunderte verschiedenste IT-Jobs. Ja, also das ist ja die einzelnen Begrifflichkeiten, da verliert man ja auf alle Fälle schon einmal den Überblick. Und deswegen sage ich, auch auf der Unternehmensseite, ja, muss aber auch Aufklärungsarbeit betrieben werden, dass man sagen, okay, wir müssen dieses historisch Verankerte vielleicht ein bisschen aufweichen. Ja, viele Unternehmen sind noch in dieser, die müssen deutschsprachig sein. Wir brauchen Vollzeitmitarbeiter. Ja. Das werden wir vielleicht ausländischen Mitarbeitern oder diejenigen, die vielleicht ein EPU-Unternehmen haben und möglicherweise ein Freelance-Mandat übernehmen können, können nicht angeboten werden. Ja. Wir brauchen vielleicht auch für Wiedereinsteiger bzw. für junge Mütter etwas. Weg vom Vollzeitbeschäftigungsausmaß, mehr in die Flexibilität und mehr in die Agilität. Also das ist etwas, das was vielleicht da ergänzend noch dazukommt. Mhm. Herr Windhäuser? Ja, vielleicht dazu noch ergänzend. Also ich glaube auch ein Problem, Sie haben eben, ich glaube Herr Neumann war es, auch von im Prinzip wieder sinkenden Interessen an Informatik geredet oder an Dropout. Eins der großen Probleme in dem Bereich ist, glaube ich, die enorm schnell wachsende Komplexität und überhaupt die Geschwindigkeit, mit der sich dort alles ändert. Ja? Und da sind natürlich unsere traditionellen Ausbildungsstätten und Lehrstätten vor enorme Herausforderungen gestellt. Ne? Sie haben es auch angesprochen mit Informatik in der Schule. Ich selber habe Kinder, wenn ich sehe, wie da die Schule, was die heute noch lernt, wie weit das schon wieder weg ist von der Praxis, innerhalb weniger Jahre, ja, moderne App-Entwicklung heute ist in der Cloud, ist mobil, das hat nichts mehr mit Visual Basic oder so zu tun. Und das ist natürlich auch eine enorme Herausforderung. Aber da kann ich nur empfehlen, auch in den Ausbildungen, sich den Bereich Low-Code anzugucken oder No-Code, weil da versucht man ganz bewusst, diese Komplexität wieder verstecken, zu heiden, um sich dann wieder mehr auf einem viel höheren Abstraktionslevel um die Umsetzung und die Programmierung zu kümmern. Ich glaube, wirklich die Nagelprobe im Ausbildungsbereich, was Digitalisierung im Ausbildungsbereich betrifft, war eben Corona und Lockdowns, ja, wie das am Anfang ja überhaupt nicht funktioniert hat. Allein so ganz einfache Sachen wie über Video zu unterrichten und so weiter, das hat alles nicht funktioniert. Jetzt hat man, glaube ich, in der Zwischenzeit so viel nachgeholt. Aber es ist ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich das als Schüler miterlebe, was nicht funktioniert und wie eigentlich Erwachsene hilflos teilweise sind und sagen, was Teams und wo muss ich jetzt klicken, damit das irgendwie funktioniert, dass der Wille, da hineinzuwachsen sozusagen in eine Branche auch nicht sehr groß ist. Das heißt, Vorbildwirkung, glaube ich, das fehlt auch. Aber die Erwachsenen, es ist ja, Digitalisierung bringt ja irgendwie eine Umkehrung sozusagen der Entwicklung mit sich. Früher war es immer so, dass die Erwachsenen immer alles besser wussten und die Kinder lernten von den Erwachsenen. Es ist teilweise umgekehrt, dass der Großvater, Großmutter, auch teilweise die Eltern dann von den Kindern lernen, weil die eben fähig sind, einen E-Mail-Account anzulegen und so weiter, weil die eben groß geworden sind. Ich möchte jetzt eigentlich, wir haben noch eine halbe Stunde und ich würde ganz gern ein bisschen so in Richtung Empfehlung, was können Unternehmen, heimische Unternehmen, gleich in Deutschland, Unternehmen, damit sie gute Mitarbeiter finden. Was können Sie Unternehmen, diese zu halten? Ein Aspekt haben Sie genannt, Flexibilität wird erwartet von potenziellen Mitarbeitern. Wenn alles sehr starr abläuft und sagen, dann suche ich mir lieber jemand anderen. Geld allein, glaube ich, wird das Problem nicht lösen. Ich glaube, viele junge Erwachsene sagen, ich verzichte lieber auf ein tolles Gehalt dafür, habe ich aber jetzt mehr Freiheiten, ich kann von zu Hause arbeiten,
Ich kann hybrid arbeiten zum Beispiel, was ja jetzt ein ganz großes Thema ist. Ein bisschen so in die Empfehlung, sozusagen in die Empfehlungsrunde kommen. Ich würde gerne damit beginnen. Darf ich mich mal gleich melden? Ja, Bernhard, ich war eine Zehntelsekunde schnell. Ja, passt gut. Also bitte. Bei uns ist das jetzt so ein bisschen eine Kombination. Also die in Tirol haben sich auf Initiative der UBIT Tirol 20 Unternehmen jetzt aktuell beispielsweise zusammengeschlossen, die den Lehrgang IT Professionals ausgerufen haben. Also diese 20 Unternehmen, da erklärt sich jedes dieser Unternehmen dazu bereit, solche IT Professionals aufzunehmen und innerhalb dieser Maßnahme auszubilden. IT Professionals bedeutet, also es werden einfach Maturanten gesucht, Lehre nach Matura, und das ist einfach diese Maßnahme, die eben durch diesen Zusammenschluss ermöglicht wird. Die Lehrzeit wird von 4 auf 3 Jahre verkürzt. Die Lehrlinge besuchen nach wie vor die Berufsschulen, also alle 3 Klassen der Berufsschulen werden über die Lehrlingsentschädigung hinaus in den Unternehmen entlohnt, bekommen Mentoren, Trainer im Unternehmen zur Verfügung gestellt. Also das ist wieder jetzt ein kleiner Schulterschluss zur Ausbildung, aber doch eine Initiative, was Unternehmen machen können, was Betriebe machen können. Und das ist ja, wie es vorher schon erwähnt worden ist, dieser War quasi, was jetzt vielleicht nicht gerade der beste Ausdruck in diesen Zeiten ist, aber es ist eben nicht gegeneinander, sondern ein Miteinander. Ja. Und das ist in diesem Fall eben in der Branche auch erkannt worden, wo eben zusammen gegen diesen Mangel vorgegangen wird und ein gemeinsamer Versuch unternommen wird, um diesem entgegenzuwirken. Vielen Dank, Herr Bernhard. Herr Neumann, Sie haben sich gemeldet zu dem Thema. Ja, vielen Dank. das Thema Geld. Ich durfte zahlreiche Jahre im IT-KV-Verhandlungsteam sitzen und habe immer wieder gewundert, über was reden wir da eigentlich? Wenn ich heutzutage einen ITler auf Kollektiv anstelle, dann ist das in Wirklichkeit jemand, der eh nicht so qualifiziert ist, dass ich ihn haben möchte. Also diese Kollektivverhandlungen, ich habe sie immer recht amüsant gefunden, haben mich aber meine Lebenszeit zu schonen dort für ein paar Jahren rausreklamiert, weil noch einmal, also wenn sich heute einer auf KV anstellen lässt, dann ist das in Wirklichkeit ein Mitarbeiter, den das Unternehmen wahrscheinlich eh nicht haben will. Also Kollektiv ist nicht das Thema. Wie können wir dem Ganzen entgegenwirken? Wir haben in der Steiermark eine Initiative, die nennt sich die IT-Community Styria, wo sich zahlreiche Leitbetriebe zusammengeschlossen haben, um eben dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Wir unterstützen das natürlich seitens der Wirtschaftskammer. Was passiert da? Ich habe schon angesprochen, diese Recruiting-Days. Ja? Wenn dort 10 Firmen, die Firmen jeder einzeln hingehen und sich dort gegenseitig überbieten, dann ist das auch nicht im Sinne der Wirtschaft. Das heißt, man versucht sich da zu einigen, dass eine gewisse Regel reinkommt, wer auf wen Zugriff hat. Und ganz wichtig auch die Ausbildungen. Ja? Wir wissen, wir leben in einer Zeit, oder in der IT sowieso, das Wissen von gestern ist nur mehr halb so viel wert. Ja? Das heißt, diese permanente Ausbildung, und das ist natürlich sehr kostenintensiv. Und da versuchen diese Unternehmen eben gemeinsam die Experten einzufliegen und dann halt nicht nur ein Unternehmen, sondern 3, 4, 5, 6 Unternehmen aus 3, 4, 5, 6 Mitarbeitern in diesem Spezialbereich höher zu schulen. Ja? Also ich glaube, wir als Interessensvertreter können uns natürlich bemühen, da das Ganze etwas zu steuern, aber die eigentlichen Initiativen, glaube ich, müssen aus den Unternehmen kommen, beziehungsweise auf der anderen Seite die Forderung an die Politik, dass wir mehr Ausbildungsplätze bekommen. Mhm. Vielen Dank. Ein Aspekt, der immer wieder fällt, ist, eine Änderung des Mindsets ist notwendig, um eben dieses Problem Fachkräftemangel ein bisschen abzufedern und zu entschärfen. Es braucht mehr Flexibilität. Ich glaube, No-Code, Low-Code bedingt ja auch einen gewissen eine Änderung des Mindsets, weil man shiftet das von der IT-Abteilung, die ja für alles zuständig war, ein bisschen jetzt in die Fachabteilungen. Mhm. Wie sollte sich ein Unternehmen jetzt für die nächsten 5 Jahre aufstellen, dass sie auch für potenzielle Bewerber dann wirklich interessanter ist als vielleicht andere Unternehmen?
Herr Windhäuser, bitte. Ja, gerne. Also Sie haben es, Herr Franz, Sie haben es auch schon angesprochen, Geld ist nicht alles und Geld wird das Problem alleine nicht lösen. Mhm. Also gerade junge Leute, da ist Geld nicht ganz, ganz oben auf der Liste. Natürlich ist es wichtig, logischerweise, aber viele andere Aspekte und das ist genau der Mindset. Und der Mindset kommt aber von den Bewerbern und den jungen Leuten und wir müssen denen eher folgen. Also wir können denen nicht unser Mindset aufdrücken, glaube ich. Und da sind verschiedene Sachen. Also ich glaube, die Leute wollen sehr schnell auch Verantwortung haben und wirklich sinnvolle, spannende Dinge machen. Das müssen wir, glaube ich, verstehen. Ne? Dann vermischt sich der Bereich zwischen Work-Life, ne? Also der Work- und der Life-Bereich vermischt sich sehr viel mehr bei denen. Wenn Sie in moderne Büros gucken, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen schon aussieht, aber da finden Sie auch wohnzimmermäßig, da finden Sie eine Küche, da wird abends gemeinsam gekocht, da wird gespielt gemeinsam. Ja, also dieses Arbeiten und Privat vermischt sich sehr viel mehr. Und ich glaube, was ich auch immer wieder gemerkt habe, Leute wollen auch einen Sinn in der Arbeit sehen, der besteht nicht nur darin, irgendwie Geld zu verdienen, sondern viele wollen auch sagen, ich tue auch vielleicht ein Stück Gutes. Ich mache auch mal was freiwillig, ich mache was Ehrenamtliches, ich helfe was. Gerade jetzt mit Ukraine gibt es sehr, sehr viele, gerade in der IT, Sie haben es ja auch angesprochen von gestern, Initiativen, wo man sagt, Leute aus der Ukraine, Flüchtlinge, bieten wir IT-Jobs an oder so. Und das ist nur ein Beispiel. Ja. Das kann auch wieder einen Wert geben, wo Leute sagen, das ist ein tolles Unternehmen, die tun was, die versuchen die Welt ein Stück besser zu machen. Da möchte ich gerne arbeiten. Das alles ist, glaube ich, Mindset, wo sich Unternehmen darauf einstellen müssen, um diese jungen Leute für sich zu gewinnen. Hm. Herr Falkstein, Sie haben Vertrauen zum Beispiel im Vorgespräch genannt, ja, als Basis sozusagen, um dieses Mindset sozusagen überhaupt zu entwickeln. Auf alle Fälle. Ich würde vielleicht noch ergänzen, um das Wort begeistern. Mhm. Ja, das ist für mich ja ganz, ganz wichtig. Das ist ja unser täglich Brot, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, Fachkräftemangel, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, also ich kann aus der Praxis, kann ich vielleicht ein klein wenig berichten von der ACP-Gruppe, unsere Maßnahmen. Also wir haben aktuell 45 Lehrlinge, ja, in Österreich, in 4 Lehrjahren, 2/3 davon sind in der Technik. Also wir haben eine eigene Lehrlingsakademie, wir arbeiten da sehr stark mit einem Partner auch zusammen. Also wie gesagt, das wird sehr gut angenommen. Wir haben diese eigenen Communities, also sie treffen sich regelmäßig immer woanders, tauschen sich aus. Also wir haben da echt ganz tolle Erfolge und sehr viel Wissen, ja, und das, was dann dort weitergetragen wird. Wir haben heute auch schon angesprochen, eben diese Abgänger, ich nenne sie vielleicht Young Professionals von HTLs oder Studienabgänger. Ja. Dort ist es ganz wichtig, dass man mal die Arbeitgebermarke mal präsentiert. Ja. Einen großen Arbeitgeber, ja, wie alle, die aus dem Silicon Valley kommen, da wissen wir, wie es dort funktioniert. Da ist es locker, da stehen die Kicker herum, ja, da gibt es Design Thinking, ja, lauter englische Begriffe, die allgegenwärtig sind. Ja. Aber wichtig ist dann natürlich auch für das Unternehmen, eigene Werte darzulegen, ja, dementsprechend relativ früh die Menschen oder die Schüler und Schülerinnen dort abzuholen. Ich brauche mit meinem Alter dort nicht hingehen und von der ACP-Gruppe erzählen. Ja. Das müssen im Prinzip diejenigen machen. Also hol sie zu dir, begeistere sie von der Marke, nehme sie mit in diversen Projektarbeiten und lass sie die Geschichte erzählen. Das ist zum Beispiel so ein Ansatz, an dem wir arbeiten. Dann spreche ich von den Professionals und das ist ja nicht mitunter, ist es ja auch meine Aufgabe, das für uns auf der ACP-Plattform zu tun, wo wir unser oder meine Unternehmung gegründet haben, eben die Leute direkt anzusprechen. Ja? Also ich würde es jetzt da nicht nur horizontal trennen, sondern es geht ja natürlich auch um die Seniorität und die unterschiedlichsten Levels, jetzt da nicht nur in den unterschiedlichsten IT-Jobs, sondern je nachdem, welche Seniorität das der Professionist dann auch mitbringen will. Dort mit Geld, ja, das ist einfach zu wenig. Ja? Mhm. Und ein Obstkorb und ein Mitarbeiterparkplatz sind auch keine Benefits mehr. Also bitte machen wir uns Gedanken darüber, was wir den Menschen da draußen geben können. Ja? Sie von der Marke zu begeistern, nicht nur auf der Tonspur, sondern das auch in der Unternehmung zu leben, gesamthaft gesehen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und gib ihnen etwas, wo der Nerv drückt. Ja? Das eben, Sie haben es angesprochen, am Ende des Tages vielleicht auch über den Tellerrand drüber hinausschauen. Also wie gesagt, das sind halt für mich ganz, ganz wichtige Themen, wenn ich jetzt da von kurz-, mittel- und langfristigen Problemen spreche. Und vielleicht abschließend noch dazu, das ist heute auch schon gefallen, wir wissen ja teilweise gar nicht, welche Potenziale das in unseren Unternehmungen stecken. Ja, deswegen ist für uns der nächste Schritt, dort auch in eine Skill-Datenbank zu gehen. Das hat jetzt nichts mit Kontrolle zu tun, sondern ich möchte ja wissen, wer bei uns in der Unternehmung arbeitet, wo wer steht, wohin das er sich entwickeln möchte.
Es kann ja sein, dass auch eine Relocation stattfindet, ja, von einem Bundesland ins andere. Also wichtig ist dann, dort so transparent wie möglich auch aufzutreten, dieses Wissen dann dort zu tun und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die nächsten Schritte dann entwickeln. Mhm. Vielen Dank. Transparenz ist schon öfters gefallen. Swoboda, ein Aspekt, der mich sehr interessieren würde, ist, als Ausbildungsanbieter müssen Sie immer der Zeit ein bisschen voraus sein. Sie müssen ja schon wissen, was sozusagen in ein, zwei Jahren wichtig wird. Wie läuft da so das Prozedere ab? Sie müssen in die Glaskugel ein bisschen schauen. Ich würde es großartig finden, wenn wir heute schon in der Lage wären, uns ein oder zwei Jahre in die Zukunft schauend zu bewegen. Das war möglicherweise irgendwann einmal möglich, auch in der IT, wo absehbar war, was wir das nächstes ungefähr groß werden. Es wird schwieriger. Ja? Also vielleicht sind da die Praxisexperten wie die ACB, ja, die vielleicht schon ein bisschen mehr oder früher als Trendsetter ein Gefühl dafür haben. Als Schulungsanbieter, ja, muss ich natürlich im Endeffekt meine Programme, meine Wege aufzeigen. Wobei da geht es gar nicht immer nur um, welche Technologie wird jetzt spannend, sondern was sind die Herausforderungen, die ein Unternehmen in Zukunft bewältigen wird müssen? Ja, das heißt, es kann sein, dass wir jetzt sagen, dass das große Thema Digitalisierung in der Gesamtmannschaft eines Unternehmens wird eine der großen Herausforderungen von österreichischen Unternehmern werden. Wie qualifiziere ich mich als Unternehmen als ein digital fittes Unternehmen? Das ist ein Beispiel, wo man sagt, da muss man rechtzeitig Programme entwickeln, Mindset herstellen, Politik und Wirtschaft überzeugen, dass das entsprechend unterstützt wird, und dann kann man was tun. Das Zweite ist, dass wir, glaube ich, ganz ein gutes Ohr am Menschen haben, Ohr an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was ist denn für einen Menschen, und ich sage jetzt bewusst nicht jungen Menschen, weil das hat nichts mit dem Alter zu tun, was ist denn für den jetzt relevant? Und ich glaube, was sich jetzt erst abzeichnet, ist, dass die Pandemie, diese ganze Corona-Zeit, im Mindset der Menschen so viel verändert hat. Dieses klassische 9-to-5-Job-Thema ist nicht mehr relevant. Ja? Flexibilität, Vertrauen, Begeisterung bewirke ich nicht, indem ich sage, du arbeitest bitte so wie deine Großeltern. Sondern ich gebe dir das Work-Life-Thema, das ist eine ganz große Geschichte, ich ergänze das jetzt noch, auch aus Eigeninteresse. Ich sage, es ist heute für einen Menschen im Arbeitsleben relevant, dass er eine Work-Life-Learn-Balance hat. Wissen weiterzuentwickeln, das ist ganz interessant bei aktuellen Studien, ist wichtiger, relevanter geworden als das Gehalt. Das Gehalt ist heute unter Anführungszeichen ein Hygienefaktor. Wir alle wissen, dass wir haben einen Bewerbermarkt. Ja, das heißt, das Thema, eine faire Bezahlung zu bekommen, glaube ich, sollte im Großen und Ganzen nicht mehr das Thema sein. Es geht eher darum, wie entwickle ich mich dann in meinem Arbeitsumfeld weiter. Ja, wir haben auch eine Mitarbeiter-Lounge gebaut mit Billardtisch und mit Küche und alles, die unglaublich viel Glückseligkeit auslöst, weil die Menschen sich dort austauschen und weiterentwickeln und Gefühl entwickeln können, wie man miteinander arbeitet. Aber viel relevanter ist, dass ich ihnen die Zeit gebe, zu arbeiten, die Verschränkung mit der Freizeit da ist und die Weiterentwicklung eine Möglichkeit ist. Und dort müssen die Unternehmen hindenken. Wenn ich Mitarbeiter, die ich gefunden habe, halten will, und zwar vollkommen egal, ob das jetzt der Superhero-IT-Spezialist ist, oder eine IT-Fachkraft auch auf einem anderen Level, dann muss ich den Menschen abholen und muss ihm genau diese Work-Life-Learn-Balance geben, damit er tagtäglich sich weiterentwickeln kann, seine Freizeit genießen kann, aber auch fürs Unternehmen entsprechend was bewegen kann. Und dann behalte ich sie auch. Dann wäre ich zu einem Employer of Choice, und dann brauche ich auch nicht die ganze Zeit um diese 3%, gibt so Zahlen, 3% der IT-Fachkräfte entsprechen den Beschreibungen, die Unternehmen sagen, dass sie gerne hätten, fürs Gehalt von einem Schulabgang. Ja, also, und dann müssen wir nicht um die kämpfen, sondern kämpfen wir um diejenigen, die wir haben, oder diejenigen, die wir gerne als Ergänzung in unserem Unternehmen sehen wollen. Vielen Dank, Herr Swoboda. Herr Lohse, Sie wollten noch... Ich möchte nur beim Herrn Falkenstein und beim Herrn Swoboda ansetzen. Also, Bildungssystem haben wir, glaube ich, besprochen. Intern, glaube ich, ganz wichtige Hebel, eben wirklich Leute anzuschauen, Talentmanagement, Skillmanagement, auch
weiter zu qualifizieren. Es ist ja ob 45, 50, sondern vieles zahlt sich gar nicht mehr aus, weil ich bin eh bald im Ruhestand. Ganz ein wichtiger Punkt hier anzusetzen, auch zu schauen, Berufsbilder verändern sich, manche verschwinden. Man muss dann schauen, wir haben demografische Herausforderungen, wir haben den Fachkräftemangel in allen Branchen, in allen Regionen, nicht nur im IT-Bereich, also zumindest in Oberösterreich. Da werden wir einfach intern die Belegschaft besser nützen müssen. Und da müssen wir sie hinqualifizieren. Da gibt es tolle Förderungen und die können auch wirklich genutzt. Ein zweiter wichtiger Punkt, intern ist aus Teilzeitkräften möglichst Vollzeitkräfte zu machen. Nur weil irgendwann einmal eine Person vielleicht in der Kinderbetreuung nur noch 20 Stunden arbeiten wollte, das ist vielleicht 15 Jahre aus. Es hat nie wer nachgefragt. Also mal intern zu schauen, kann man Stunden heben. In Oberösterreich zum Beispiel eine Stunde, wenn alle Teilzeitkräfte erhöhen, sind 5.000 Vollzeitstellen, also ein Riesenhebel. Und aus meiner Sicht strategisch das Wichtigste, außerbetrieblich, es wird ohne qualifizierte Zuwanderung nicht gehen. Wir müssen in den Betrieben sensibilisieren, dass das die Zukunft ist. Wir müssen anfangen, im Angestelltenbereich haben wir jetzt Englisch fit gemacht, aber nicht im Produktionsbereich. Wir müssen schauen, jetzt spielerisch die Produktionsbereiche Englisch fit zu machen, zumindest einmal die Teamleiter etc., weil es wird in den Produktionen in einigen Jahren nur noch Englisch gesprochen werden. Oder eben nicht Englisch, aber dann nicht Deutsch. Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, zu dieser Unternehmenskultur, ist immer schön, wenn man eben die noch nicht da hat. Man kann einmal hinweisen, was da kommen wird, auch zweisprachig alles anzuschreiben in den Betrieben, ganz ein wichtiger Punkt. Und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist einfach die Deutschkenntnis, das hat heute schon mal gefallen. Auch wenn es nicht notwendig ist, in der IT lebt man ohne Deutschkenntnis in einer Bubble. Und auch die Familie lebt in einer Bubble. Es ist ganz wichtig, spielerisch auch im hochqualifizierten Bereich auf Deutsch zu setzen. Da Anreize, wir mit allen unseren Programmen, wo Betriebe mit internationalen High Potentials zusammengebracht werden, gibt es im Hintergrund Deutschkurse, virtuell, man hat alle Möglichkeiten. Das ist aus meiner Sicht der ganze zentrale Schlüssel. Vielen Dank, Herr Luger. Herr Neumann, Sie haben sich schon gemeldet. Für vielen Dank. In der Unternehmenskultur, ich durfte vor ein paar Jahren einmal im Google Headquarters sein. Ja. Jetzt, wenn man Google als das Vorbildunternehmen hernehmen will, wenn es zumindest darum geht, wie man Mitarbeiter glücklich macht, ja. Binnen 100 Yards ist immer eine Labestation dort. Das heißt, der Mitarbeiter braucht nie weiter als 100 Meter gehen, um Obst, Gemüse, Nahrungsmittel, Getränke, alles Mögliche zu haben. Pro Etage haben sie dann zusätzlich noch so Kreativräume, wo alles an technischen Spielzeug um und um steht. Die dürfen dort alles machen. Nur wenn was rauskommt, dann gehört es Google. Also, worauf ich raus will, ich meine, so nett sind sie ja dann gar nicht, wie sie glauben zu sein. Das heißt, dieses Google-Vorbild, wo zwar natürlich für Mitarbeiter das auf den ersten Blick toll ausschaut, aber Google will halt auch, dass du von 6 in der Früh bis 20 Uhr oder 22 Uhr am Abend dann bei ihnen am Areal bist. Ja. Das Ganze noch schlimmer durfte ich in Shenzhen bei Huawei sehen. Ja. Das ist ein Gefängnis, das Headquarters dort. Ja. Da auch mit Mauern und Stacheldraht, 10.000 Leute leben dort oder 10.000 Arbeiter leben dort plus Familien. Ich meine, das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, wir sollten schon am europäischen Weg bleiben. Der europäische Weg war immer ein guter Weg für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und nur weil man jetzt den Mitarbeitern alle Benefits der Welt anbietet, sie parallel dazu aber völlig ausbeutet oder aussagt, kann ja auch nicht die Lösung sein. Es ist schon einiges Richtiges und Wahres gefallen, wie man Mitarbeiter zukünftig binden kann. Geld allein ist es ganz bestimmt nicht, keine Frage. Aber jetzt nur den Mitarbeiter Work-Life-Balance komplett ins Unternehmen zu integrieren, glaube ich, das können Selbstständige machen. Ich liebe es, meine Work-Life-Balance. Ich habe einen fließenden Übergang von meiner Arbeit in mein Privatleben. Aber ich glaube nicht, dass das für alle Mitarbeiter auch so ideal gedacht oder ideal wäre. Herr Neumann, vielen Dank. Ich würde gerne mit Ihnen die Schlussrunde beginnen. Sie haben gesagt, eine gute IT-Ausbildung sorgt dafür, dass man sich um die Zukunft keine Sorgen mehr machen muss. Das heißt, die IT-Branche hat eigentlich sehr, sehr, sehr viel zu bieten. Leidenschaft, prinzipiell ja, wenn man sich transportiert, ist man selber schuld. Aber im Prinzip sind das doch Technologien, die im Gegensatz zur Zeit vor 20 Jahren, wo es darum gegangen ist, wer kann schneller Seiten ausdrucken, welcher Prozessor ist schneller, wer ist schöner und so weiter. Das hat sich vollkommen geändert in den letzten Jahren. Jetzt werden Technologien entwickelt, die
das Gesundheitswesen verändern, die Kunst verändern, das Ausbildungswesen verändern. Also unsere gesamte Geschichte eigentlich neu schreiben. Das heißt Leidenschaft, Begeisterung, viele Möglichkeiten. Man kann sich eigentlich aussuchen, in welche Richtung, ob man eher Technik geht, ob man Applikationsentwicklung geht, ob man sozusagen als Nerd herangeht oder als, weiß ich nicht, als Künstler. Dass man als sozusagen in der Vogelschau Entwicklungen vorantreibt, die da und dort in den Unternehmen schlummern. Also es gibt sehr viele Rollenmodelle in Unternehmen, wo IT eine sehr große Rolle spielt. Wir haben gehört, die Fachabteilungen werden immer wichtiger und dort sind sicher sehr viele Menschen mit technikaffine Menschen, ohne jetzt unbedingt ein Programmierer zu sein. Also mit der Zeit entstehen neue Rollen, neue Funktionen, neue Berufe. Als Abschluss würde ich gern, Herr Neumann, können Sie eine ganz persönliche Empfehlung, was Unternehmen jetzt beginnen sollten, tun sollten, damit eben diese Fachkräftemangel, dieses Problem kein so großes in Zukunft ist? Ich glaube, es wurde der Schlüssel schon gesagt, wir werden mit den Fachkräften allein in Österreich nicht auskommen. Das heißt, die qualifizierte Zuwanderung ist unvermeidbar. Ich habe das Beispiel gebracht, 80 Mitarbeiter, 25 Nationen, ja, das wird immer mehr in die Richtung gehen. Klar, ich meine, als Unternehmen muss ich weiter existieren und wenn ich die Fachkräfte halt nicht in Österreich habe, muss ich sie mir von woanders herholen. Das heißt, ich glaube, das wird sicher einer der Schlüssel sein, Österreich, in meinem Fall jetzt Graz, als Standort so attraktiv zu machen, dass die Menschen auch gerne hierher kommen. Wir machen jetzt gerade im Juni wieder eine mit dem ICS, das ist das Internationalisierungscenter Steiermark gemeinsam, eine Reise nach Serbien runter. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen aus Serbien schon da gehabt. Ich meine, die haben kein großes Interesse, nach Österreich zu kommen. Denen gefällt es in Belgrad auch ganz gut. Ja? Also ich glaube, dass man da noch nachschärfen muss, da kann auch die Politik unterstützen, da können wir als Interessensvertreter unterstützen, dass einfach der Standort Österreich, Standort Wien, Standort Linz, Standort Graz, ja, dass die im internationalen Vergleich wesentlich attraktiver werden und die Menschen freiwillig und voller Freude hierher kommen, weil sie wissen, hier gibt es gute Arbeitsbedingungen und hier gibt es noch viel wichtiger auch die Möglichkeit einer schönen Freizeitgestaltung und so weiter. Also ich glaube, das wird der Schlüssel sein. Wir haben tolles Kulturangebot, wir haben Sportangebot, wir haben Berge. Das gibt es vielleicht in anderen Ländern nicht. Wir werden mit eigenen Qualifizierungen nie und nimmer den Fachkräftemangel lösen können. Das sehe ich nicht kommen. Ja. Also bitte machen wir die Tore für qualifizierte Zuwanderung auf und schauen wir, dass wir so die österreichische Wirtschaft stärken. Herr Neumann, vielen Dank für Ihre Empfehlung. Herr Windhäuser. Ja, gerne, auch von meiner Seite. Ich möchte eigentlich da ins gleiche Horn stoßen. Ich glaube, dass die wichtigste Maßnahme für die Unternehmen, hier mit diesen Herausforderungen klarzukommen, ist in meiner Sicht Diversifizierung oder Diversity, wie das so neudeutsch heißt. Wir haben es schon mehrfach angesprochen in allen Richtungen, ob es jetzt weibliche Mitarbeiter sind, ob es Zuwanderungen ist. Alter ist für mich genauso wichtig. Wir dürfen nicht, das hatten Sie ja auch gesagt, Leute, die schon ein bisschen älter sind oder mal aus dem Job raus waren, nicht links liegen lassen. Das aber auch Kultur und Herkunft. Und also wir können uns nicht mehr erlauben, da, ich sag mal, Pools von Mitarbeitern links liegen zu lassen und die gar nicht mehr zu betrachten. Aber es ist nicht nur, dass man den Pool von Mitarbeitern erweitert. Diversity ist auch, das ist in x Studien auch erwiesen worden, ist einfach ein besseres Arbeiten im Team. Teams sind mehr zufrieden, sind glücklicher, lösen Konflikte sehr viel einfacher intern, haben bessere Ergebnisse, haben eine höhere Produktivität letztendlich. Das ist auch ein ganz großer Vorteil von Diversität. Vielen Dank, Herr Winhalser. Herr Falkensteiner, Ihre persönliche Empfehlung? Also Empfehlung, ja, an die Unternehmen, vielleicht ein bisschen so die alten Strukturen aufzubrechen und neu zu denken. Ja. Und sehr vieles ist heute schon gefallen, ja, im Hinblick, okay, was kann ich tun, jetzt da, um möglicherweise Lehrlinge für mich zu gewinnen, dort in diese oder auf die Ausbildung zu setzen. Einfach so dieses klassische in Schachteln denken. Wir haben heute über diese 3% gesprochen, die quasi dieses Perfect Match ausmachen. Ja, das ist einfach viel zu wenig. Ja. Es gibt ja so diese Aussagen, wir suchen nach der eierlegenden Wollmilchsau. Ja, das wird nicht stattfinden. Nehmen wir lieber jemanden, und da spreche ich nicht mehr von Soft Skills, sondern von Human Skills. Ja. Hör zu, stell die richtigen Fragen. Ja.
und dann entscheide und dann gehe ich ja quasi gemeinsam mit deinem Gegenüber den nächsten Schritt. Und das ist, glaube ich, so dieser Schlüssel, der sicher auch dazu beitragen kann, dass wir da erfolgreich sind, gemeinsam. Und am Ende des Tages muss es natürlich ein Zusammenspiel aus vielen, vielen einzelnen Komponenten sein. Und es wird nicht nur die aktive Suche oder das aggressive Ansprechen von Kandidatinnen und Kandidaten, das wird es nicht sein. Ja. Am Ende des Tages steht immer ein Arbeitgeber dahinter. Und da ist es wichtig, dass dieser Arbeitgeber mit der Marke auch eine Begeisterung erweckt. Ja. Und dass quasi dieser Funke dann überspringt. Herr Falkenscheiner, vielen Dank. Herr Bernardi? Aus meiner Sicht ist für die Unternehmen eigentlich schon alles gesagt worden. Was ich erhoffen würde, ist, dass die Politik ja konsequent den Weg weitergeht, den die Frau Schramböck zum Beispiel mit der Umbezeichnung des Informatikers auf Applikationsentwickler CODAS begonnen hat, weil das hat, soweit ich das beurteilen kann, auch schon sehr viel gebracht in Leute, die diese Ausbildung beginnen, weil allein der Begriff Informationstechnologie, Informatik, war schon sehr verstaubt und ist schon sehr in die mathematische Richtung gegangen. Allein diese Umbenennung dieses Berufs, die jetzt das erste Mal zu Abschlussprüfungen antreten, in Applikationsentwicklung, Coding, holt da das Zielpublikum schon viel mehr ab. Und ich denke, dass da von politischer Seite mit genau solchen Maßnahmen auch in Zukunft viel getan werden kann, das auch die Betriebe unterstützt. Vielen Dank, Herr Bernardi. Herr Luger? Ich glaube, dass ein großer Schlüssel noch sein wird, definitiv die Wohnversorgung, die strategische Wohnversorgung. Also gerade Firmen, die viel Bedarf haben für internationale Fachkräfte, sollten irgendwo in der Nähe Wohnungen zur Verfügung haben. Entweder angemietet oder selber. Also das ist in Oberösterreich mittlerweile bei vielen Betrieben Usus. Weil einfach natürlich, wenn der kommt aus dem Drittstaat, der mag sich einmal den Betrieb anschauen, die Region anschauen und dann in Ruhe entscheiden. In der Regel brauchen es 3 bis 6 Monate. Mhm. Dann holen sie auch Partner, Partnerin dazu. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch wirklich dieses Bewusstsein schaffen im Betrieb und in den Regionen, uns mit qualifizierten Zuwanderern wirklich nicht nur zu arrangieren, sondern dass es echt ein Privileg ist. Wir schauen, dass wir jetzt auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen, auch in den Behörden, weil die ersten Ansprechpartner oft sind, auch volkswirtschaftlich, was das heißt, wenn eine Person kommt, fix fertig ausgebildet, ab dem ersten Tag eigentlich viel Steuern zahlt und in der Regel dann oft noch ein Erwerbsleben wieder weitergeht, dass das für Österreich ein echtes Geschäft ist, nämlich nicht nur für den Betrieb, sondern für die Region und für uns alle. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. Herr Swoboda, als Geschäftsführer ETC und auch als Gastgeber dieser hochkarätigen Runde, was ist Ihre persönliche Empfehlung? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Unternehmer unseren Mitarbeiterinnen, unseren Mitarbeitern für die Zukunft einen neuen Weg zeigen. Wir müssen einen Weg aufzeigen, dass Österreich eine Nation wird, die mit digitalem Know-how umgehen kann, wie wahrscheinlich vor allem im ländlichen Raum jeder mit 18 seinen Führerschein hat und da mobil sein kann. Unsere Sprachkenntnisse, das sind alles Dinge, die haben wir. Genauso relevant wird diese digitale Bildung werden. Es ist mehr Wissen verfügbar auf Knopfdruck heute als je zuvor in dieser Welt. Ich glaube, man muss nur herausfinden, was ist das richtige Wissen, was ist qualifiziertes Wissen. Und die Unternehmen sollen weggehen von diesem schicksalsergebenen, ich finde ja eh niemanden, hin zu, ich mache was. Ich ändere die Rahmenbedingungen, ich schaffe eine Work-Life-Learn-Balance, ich qualifiziere mir mein zukünftiges Personal dorthin, wo ich will und werde sehen, dass ich dann im Endeffekt weniger Stress habe und die Leute bei mir im Haus habe, die gerne da arbeiten, die sich wertgeschätzt fühlen und am Ende des Tages mir auch mehr bringen als dem Mitbewerber, der in Wirklichkeit nur mit Gehaltscheck winken würde. Ja, da glaube ich, könnte man sehr viel neues Denken hineinbringen und den Fachkräftemangel vielleicht nicht nächstes Jahr für erledigt erklären, aber zumindest uns endlich in die Richtung bewegen, dass es nicht so ein Dauerthema wird. Mhm. Vielen Dank. Einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die wirklich sehr, sehr interessanten Statements. Wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten gesehen, das Problem in den Griff zu bekommen, ein bisschen abzuschwächen und vielleicht doch eines Tages einmal sagen zu können, wie hat das Problem geheißen, kenne ich nicht. Wichtig ist, glaube ich, ein Mix aus vielen Maßnahmen. Es ist nicht
das eine Rezept sozusagen, das Patentrezept gibt es nicht. Aber wenn man schon ansetzt, sehr früh bei den Kindern, in der Ausbildung, zweiter Bildungsweg und, darf man nicht vergessen, ich glaube, die Unternehmen, die suchen und die händeringend suchen und immer sagen, wir finden niemanden, dass sich auch die bis zu einem gewissen Grad ändern müssen. Und mit der Digitalisierung sollte man annehmen, dass es sowieso passiert, dass man den Mindset ändert und zum Beispiel für No-Code, Low-Code die Rahmenbedingungen, die richtigen schafft für die neue Art des Arbeitens, hybrides Arbeiten, Homeoffice, Büroarbeit, dass man all diese Dinge ändert, sich darauf einstellt und dann eigentlich sollte man die Voraussetzungen dafür haben, dass auch junge, interessierte, gut ausgebildete Menschen dann einen sehr guten Platz finden. Ich darf abschließend einen Hinweis noch kommunizieren. Die redaktionelle Zusammenfassung dieses sehr interessanten, aus meiner Sicht sehr interessanten Gesprächs findet in der Ausgabe 7 der Computerwelt statt und diese Ausgabe erscheint am 27. April 2022. Noch einmal vielen Dank. Dankeschön fürs Teilnehmen und ich hoffe, es waren sehr wertvolle Informationen für Sie dabei. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön.